Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Ein ganz kurzes Video, worum es geht, über meinen größten Investmentfehler im Jahr 2019. Das Jahr ist noch nicht ganz zu Ende, aber ja, wir haben bereits den zweiten Advent heute. Und so arg viel wird sich da auch bei mir nicht mehr viel tun. Ja, ich komme auch gleich zum Punkt. Mein größter Investmentfehler war tatsächlich, dass ich Bitcoin verkauft habe, und zwar verkauft am Anfang des Jahres, nachdem ich in verschiedenen Tranchen immer wieder Bitcoin gekauft habe, was letztendlich auch vom System, von der Strategie hier nicht falsch war. Aber ich habe zwei große Fehler dabei gemacht. Der erste große Fehler, ich habe mich einfach verleiten lassen, also in eine Assetklasse zu investieren, von der ich eigentlich gar keine Ahnung hatte zu dem Zeitpunkt, mittlerweile ein bisschen mehr. Und das ist mal der erste große Fehler. Das heißt, du weißt eigentlich gar nicht, in was du da investierst. Du tust es einfach nur, weil dich halt irgendwie jemand anders heiß gemacht hat. Ja? Irgendein Kumpel oder sonst, oder irgendein Guru oder sonst irgendwas. Ja? Das ist mal der erste Fehler. Das heißt, ich habe letztendlich zum genau falschen Zeitpunkt dann, also es hat dann ein paar Wochen, Monate gedauert, bis ich dann sozusagen heiß genug war. Das war so Ende 2017. Und dann habe ich angefangen, da zu investieren, immer wieder in kleinen Beträgen, ja, so 1000 Euro. Aber halt zum falschen Zeitpunkt, denn da war ja letztendlich das letzte Hoch Ende 2017. Dann ist es ja bergab gegangen, immer weiter bergab. Und dann habe ich mich auch langsam immer mehr dafür interessiert. Dann habe ich zum Beispiel Kanal abonniert wie Dr. Florian Hosp und so weiter, also die ganzen Gurus und so weiter, ja, bezüglich Bitcoin. Und dann hieß es immer, naja, so 5.000 ist so das, wo man schätzt, dass es runtergehen könnte, ein Rücksetzer bis 5.000. Und dann habe ich quasi den zweiten größten Fehler gemacht. Ich habe mir einen Anker gesetzt. Ja? Ich habe mir den Anker 5.000 gesetzt, Bitcoin bei 5.000. Das ist so die Untergrenze. Ja? Und dann habe ich dort nochmal Kauforders gesetzt gehabt, ne? Also um zu verbilligen letztendlich, weil das Ganze habe ich langfristiger gesehen. Dann ist es aber, ja, wie wir alle wissen, das war Anfang diesen Jahres, weitaus nochmal um die Hälfte gefallen, ne, auf 3.000 Euro, unter 3.000 Euro sowas, ja. Und dann habe ich letztendlich den allergrößten Fehler gemacht, das war der Fehler Nummer 3, dann habe ich angefangen zu verkaufen, wo ich mir dann gesagt habe, scheiße, ja. Ich hätte bis zu dem Zeitpunkt insgesamt 8.000 Euro investiert, etwas über 8.000 Euro. Und natürlich angefangen zu investieren in verschiedenen Tranchen, das war von daher schon richtig, aber nur der Zeitpunkt, das Timing war komplett verkehrt. Ja? Also ich habe 1.000 Euro hatte ich investiert beim Preis von 12.000 Bitcoin, ja, damals bei der Hosse, wo jeder geil drauf war. Und dann immer so weiter und ja, bei 6.000, bei 7.000. Sozusagen habe ich sogenannte Abstauberlimits gesetzt gehabt und am Ende hatte ich dann 8.000 investiert. Diese 8.000 waren aber dann nur noch 4.000 wert, ja. Also aus 8.000 Euro 4.000 innerhalb von einem Jahr. Und das ist eigentlich schon eine ganze Menge. Das war da sozusagen der dritte Fehler oder der vierte, sind wir schon beim vierten Fehler. Ich habe insgesamt zu viel Geld investiert in eine Geschichte, wo letztendlich zum Beispiel sogar der Investmentbank sagt, eine Geschichte wie Bitcoin, das ist so spekulativ, da investiere ich maximal 30.000, also quasi einen Betrag, der mir nicht wehtut. Ja? Und was 30.000 Euro für einen Investmentbank sind, sind für mich vielleicht maximal 3.000 Euro. Und ich hatte aber 8.000 Euro investiert und das sozusagen hat mir dann eben genau dazu geführt, dass ich genau im verkehrtesten Zeitpunkt dann das Zeug alles verkauft habe. Und dann ist es natürlich wieder gestiegen, ja, auf 12.000 innerhalb von 6 Monaten, ja. Und seitdem sind wir jetzt wieder runter und der nächste pendeln da rum, momentan glaube ich 6.000, 7.000. Und ja, jetzt sage ich dir noch gleich, wie man am besten mit solchen Fehlern umgeht. Also ich habe insgesamt dieses Jahr natürlich bei meinen ganzen Investments an der Börse gewonnen, also ein Überschuss, so dass ich zumindest meinen Freibetrag von 800 Euro nutzen kann, ja, also schon ein bisschen drüber, aber nutzen kann und es nicht ganz ausreicht, aber auf jeden Fall, ja, was lernst du daraus? Du lernst daraus, dass
du bei so hochspekulativen, volatilen Anlageklassen, schauen wir mal Anlageklassen, wo du auch, sagen wir mal, nur begrenzt die Dinge überhaupt einschätzen kannst, ja. Einfach nur mit Geld investierst, wo du eben, das dir absolut nicht wehtut. Das heißt, das musst du mit dir selber ausmachen, also mit dir selber klar machen. Das heißt, das ist für jeden anders, dass du nie in die Situation kommst, dass wenn das Ding also wirklich steil bergab geht, ja, nie in die Situation kommst, dass du irgendwann sagst, oh scheiße, jetzt verkaufe ich denn lieber 200 Euro in der Tasche, was das Ding noch wert ist, als wie nix. Und zu diesem Punkt darfst du nicht kommen, du musst da eisern durchhalten bis zum Ende, ansonsten machst du eben genau die Fehler, die ich gemacht habe. So, das ist mein Learning von 2019 soweit. Ich werde noch ein paar andere Videos machen zu dem Thema. Und ja, würde mich freuen, wenn du wieder mit dabei bist beim nächsten Mal. Dann Daumen hoch und abonniere meinen Kanal, wenn du Bock hast auf mehr Videos zum Thema Börse, Investment und Unternehmertum und Geld verdienen. Ja? Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.